Hallo und herzlich willkommen hier zum HSB-Vlog. Heute mal ganz anders. Sonst ist ja immer der Holger Erbe derjenige, der uns Dozenten Quält. interviewt, der uns Quält. fragt, quält und ganz, ganz tief in die Materie geht. Und heute gibt es mal ein ganz, ganz anderes Thema, nämlich ich habe die beiden Vertreter der HSB-Akademie da, nämlich einmal das Herz der HSB-Akademie und das Masterbrain. Wer jetzt was ist, das können die beiden im Verlauf dieses Vlogs noch ausknobeln. Ich freue mich, dass Christina Erbe und Holger Erbe heute bei uns sind. Und wir wollen mal über das Jahr 2019 sprechen, weil 2019 neigt sich langsam dem Ende zu und ich kann euch sagen, es ist hier innerhalb der HSB-Akademie wieder ganz, ganz viel passiert. Aber vielleicht, Christina, was sind denn für dich die magischen Momente 2019, wo du sagst, da bin ich stolz drauf, da sind wir wieder ein gutes Stück des Weges weitergekommen? Anfang Januar war das gewesen, da haben wir zwar ja mit dem Stefan zusammen die Planung gehabt, in Tutzing da ein Seminar anzubieten, was wir dann auch gemacht haben. Ich glaube, das war dann im Februar, wo wir unten waren Genau. in Tutzing. Das war sehr, sehr schön. Also der Start war Ein sehr, sehr magic. gelungenes Seminar und vor allen Dingen, wir hatten so viel Spaß. Die Teilnehmer hatten Spaß, die Dozenten hatten Spaß, Christina hatte Spaß. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr da beim nächsten Mal mit dabei sein wollt, sehr, sehr gern. Genau, dann hatten wir ja dort dann noch die Idee gehabt zu dem Sales Picknick. Also Genau. das heißt, da kommt 2020 auch noch was ganz Tolles. Ja, dann Was ist denn für dich das Sales Picknick, Christina? Was macht denn das für dich aus? also das Sales Picknick ist halt wirklich eine Weiterbildung. Ihr habt die, glaube ich, auf eine Woche, 5 Tage ausgedehnt. Und zwar ist es halt nicht perspektivisch im Seminarraum 8 Stunden nur zuhören. Sondern es ist mit dem Stefan Grabler zusammen und es ist so ausgearbeitet, dass man halt mal den einen Dozenten hat und am Nachmittag den anderen Dozenten. Und dann ist es das Schöne, dass wir natürlich auch runter an den See gehen und dass wir natürlich auch was produzieren. Also das heißt, wir basteln auch und versuchen das dann halt auch wirklich an Mann zu bekommen. Das heißt, wir haben nicht nur in dem Selbstpicknick in der Weiterbildung die Theorie, sondern auch die Praxis. Genau, und da bist du ja mit dem Stefan der Genau, das Leitende. kommt also alles zusammen. Jetzt hat Christina, und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes hier bei der HSB-Akademie, dass jeder der beiden, das heißt sowohl Christina als auch Holger, sich ein 2019er Projekt mit auf die Fahne geschrieben haben. Für Christina ist es der neue Standort in Starnberg am Tutzinger See. Und für Holger, Holger, was war dein Projekt 2019? Also wir hatten viele Projekte 2019. Ich habe Das gerade jetzt mal Magische. so überlegt, wo du das so sagtest. Es war ein sehr spannendes Jahr für uns beide auch, also auch für das Unternehmen und auch für uns persönlich. Wir haben sehr viel gelernt, also ja, viel im unternehmerischen Bereich, im persönlichen Bereich. Und von daher war das für mich eigentlich das Highlight dieses Jahres, dass wir so viele ja, Erkenntnisse gefunden haben, die uns weitergeholfen haben und damit natürlich auch, weil wir ja auch für das Unternehmen stehen, auch dem Unternehmen weiterhelfen. Was mein persönliches Hauptprojekt Erzähl uns dieses von Jahr war, Berlin, erzähl uns von Berlin, erzähl uns von Berlin, das Holger. Hauptprojekt waren die Themenwelten, die wir aufgemacht haben, also mit der Disruptive Akademie, mit der Immobilienmaklerakademie, mit der Recruiting Akademie und mit der My Digital Akademie. Und da haben wir auch, wie du schon gerade jetzt so reingeflüstert hast, noch einen Standort in Berlin gemacht. Das heißt, uns gibt es jetzt an 3 Standorten. Einmal in Tutzing bei München, einmal in Berlin, im wunderschönen Prenzlauer Berg. Und ja, angestammt, wo wir schon immer sind, in Leipzig. Genau. Und ich habe ja so zwischen den Zeilen mitgehört, ihr geht ja jetzt auch langsam über die Landesgrenzen hinaus. Genau, also Darf man wir das schon werden. verraten? Genau, das kann man schon verraten. Also wir haben ja sehr viel Erfolg mit unseren Kursen und auch das Kurskonzept, wie wir das machen, ist sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, wir haben ganz viel Nachfrage und ganz viel Nachfrage auch aus dem europäischen Ausland. Also wirklich von Schweiz, Österreich werden schon Teilnehmer. Jetzt haben wir aktuell Teilnehmer aus Irland zum Beispiel, werden Teilnehmer bis Ecuador. Nun können wir uns natürlich nicht ganz so weit aus dem Fenster legen. Ecuador wird dann schon ein bisschen schwierig, zum Workshop hinzufahren. Und deshalb haben wir uns entschieden, zusammen mit dem Stefan Grabler in Österreich auch unser Angebot mit anzubieten. Da wir Fernlernen machen, bietet sich das natürlich super an. Und ja, wir werden ab Januar 2020 auch die Kurse der HSB-Akademie in Österreich für den österreichischen Markt anbieten. Sehr schön. Christina, du schmunzelst so.
Speed Dating. Ich gebe dir einen Satz vor und du verendest den. Okay. In 2019 habe ich beim Öffnen dieses Schreibens oder beim Lesen dieser E-Mail mich ganz besonders gefreut, weil... Die erste Anfrage kam für mein Seminar, was ich selber gestalten werde, komplett von der HSB Akademie getrennt für das Business Reiki. Mhm. Sehr schön. Holger, ja. An 2019 werde ich immer zurückdenken, weil ich mir endlich erfüllt habe folgenden Wunsch, Traum, folgendes Ziel, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, mein Leben so zu gestalten und die Firma so zu gestalten, wie ich gerne leben möchte. Und dank auch Christina und dank euch tollen Dozenten, was auch gemacht hat. Das ist ja 2019 die Fortführung von 2018, das heißt weiter das Leben so gestalten in schön. Mhm. Christina, damit die Weihnachtsfeier genauso toll wird wie die Jahre davor, das ist immer das Geheimnis, wie das Motto lautet, und jetzt vor laufender Kamera, was ist dies Jahr das ganz Besondere? 80er Pünktchen, Jahre. Pünktchen, Pünktchen. Die 80er Jahre werden nochmal gehypt. Mit Musik und Outfit. Sehr cool. Das heißt, komplett in Verkleidung wie letztes Jahr schon? Ja, wer nicht in Verkleidung kommt, liebe Dozenten, falls ihr jetzt mit zuschaut, ich habe natürlich Kostüme da und ich weiß nicht, was schlimmer ist, das eigene Kostüm oder dann die Kostüme von mir. Bringt lieber euer eigenes Kostüm mit. Holger, du hast es gesagt, du hast auch sehr, sehr viel persönlich gelernt. Was ist denn so ein Learning, was du wirklich mitnimmst, wo du sagst, da musste ich erst... Ja, das biblische Alter von 23 Jahren erreichen. Oder 24 bist du jetzt, oder? Ja, schon 24. 24, ja. Um genau dieses Learning für mich zu erschließen. Ja, einfach also sich darauf zu konzentrieren, was wichtig ist, wie ich leben will. Ne? Man wird ja immer diktiert, du musst das so und so machen, du musst dies und jenes machen. Und meistens hat man auch Generationen über sich, die immer sagen, das musst du so und so machen. Und eigentlich sagt das Bauchgefühl, nee, muss ich nicht. Und dann denkt man ja, die werden schon irgendwas sich dabei gedacht haben. Mhm. Und diese Entspannung ins Leben reinzubekommen, einfach das zu machen, was einem Spaß macht, also auch was uns Spaß macht, ist ja ganz wichtig. Das Leben auch dahin zu drehen, wirklich sich mit den Menschen zu umgeben, die einem gut tun, die Aufgaben zu machen, die einem Spaß machen. Und dass das funktioniert, das ist einfach die Erfahrung dieses Jahres. Und das meine ich auch damit. Einfach viele sagen immer, wenn du so und so machst, wirst du eh keinen Erfolg haben, das wird eh nicht funktionieren und man zweifelt an sich. Ne? Man denkt dann, ne, vielleicht haben die Alten da auch recht oder die aus dem Umfeld oder die anderen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wir haben dieses Jahr wirklich gelernt, wenn wir uns auf das verlassen, was unser Bauch sagt, wie wir glücklich werden wollen, dann wird das auch gelingen. Und das ist ein großer Sprung. Ne? Da gibt es immer viele Theoretiker, auch im Persönlichkeitstraining, die einem das sagen, wo man dann so denkt, ja, okay, Die haben das vielleicht für sich geschafft, aber ich für mich wird es vielleicht schwieriger. Und da kann ich halt dieses Jahr nur mitgeben, macht, was euch wollt, verwirklicht euch, lebt das Leben, was ihr leben wollt und lasst es euch nicht von anderen diktieren. Und das ist unsere Erkenntnis, auch im wirtschaftlichen und im unternehmerischen Sinne. Mhm. Ja, ganz wichtig. Also nicht nur im persönlichen, auch im unternehmerischen. Bin ich 100% bei dir. Ja. Christina ist ja das Beispiel, du hast ja in diesem Jahr was gemacht, wo du dich selbst ein Stück weit gefunden hast, was eigentlich relativ wenig mit dem zu tun ist, was du sonst beruflich machst. Du bist ja innerhalb der HSB-Akademie einmal die Stimme. Das heißt, wenn sie anrufen, wenn sie sich für Kurse interessieren, wir sagen ja du, oder? Also wenn ihr wissen wollt, was gibt es bei der HSB-Akademie, was kann ich hier lernen, wie kann ich mich verbessern, wo kann ich hinkommen, dann hat man ja meistens dich am Telefon. Jetzt gibt es aber noch was Neues von Christina. Ja, und zwar befinde ich mich gerade in der Ausbildung zum Reiki-Meister. Mhm. Also ich habe den ersten Grad im April abgeschlossen, den zweiten Grad im Juli. Mhm, genau. Genau, und jetzt geht's zum Meister. Genau, und behandle auch. Und das ist halt wirklich so, wie ihr merkt, ne? Die es Augen ist strahlen. Ja, es ist echt meins. Es ist Magic. Ja, also es ist ja überall Energie. Ja, überall. Und das einfach wahrzunehmen und bei jedem, auch bei den Teilnehmern wahrzunehmen und zu gucken und doch mal anzufassen oder in die Augen zu gucken. Und das ist halt wirklich, wo ich sage, es ist so schön. Man muss nicht alles zerreden. Ja? Also man kann da auch wirklich mit Gefühlen arbeiten und Sachen fließen lassen und es kommt ins Fließen. Und das ist sehr, sehr schön. Es ist beeindruckend. Also es ist wirklich beeindruckend. Also ich bekomme es ja immer mit, weil Christine das ja macht, ganz klar. Und ich finde es so ungeheuer spannend. Und das Feedback, was wir bekommen von den Personen, die bei ihr waren, ist sensationell, ist wirklich sensationell und ich muss sagen, sie hat da eine Gabe, die außergewöhnlich ist. Also ich stehe davor und sage mir, es ist wie ein Talent, wie jemand, der malen kann oder singen kann und das ist absoluter Wahnsinn. Und das Feedback, auch was die Menschen, auch vor allem Personen, auch die reinkommen, die sagen,
Ich denke, das funktioniert eh nicht. Mhm. Ja, also das ist sowieso, und ich habe schon so viel gemacht, ich war bei dem Psychologen, ich war bei dem Persönlichkeitstraining und so, und es hat mir alles nichts gebracht. Und die haben eine Stunde mit Christina und die verändern sich. Also man kann es wirklich gar nicht in Worte fassen, was auch mit den Menschen passiert. Und die Zuschauer, die das schon erlebt haben bei Christina, die werden jetzt sicherlich nicken. Das ist der Hammer. Also es ist wirklich der Hammer. Und damit haben wir auch das kleine einmal eins, wie schaffe ich es meiner Ehefrau? Die leuchtenden Augen zu mir. Muss nicht immer Schmuck sein. Das ist selbst, das waren die Blumen und der Schmuck zum Quadrat. Ja. Gibt es noch was, wo du direkt davon profitierst, wo du sagst, also nicht nur, dass das Christina sehr glücklich macht, sehr erfüllt, wo auch du sagst, ich muss da nicht profitieren. Also mein Benefit an der Sache ist, dass sie glücklich ist und dass sie anderen Menschen wirklich hilft, auch glücklich zu sein. Also, und ich beobachte das und man muss nichts davon haben. Es geht auch nicht ums Geld oder es geht nicht um irgendwelche Ziele zu erreichen oder so. Es ist einfach nur schön und das ist das, was ich auch sagte, Dinge zu machen, die Spaß machen. Und sie macht das jetzt. Sie macht das, was ihr Spaß macht, was ihr liegt und Freude macht. Und na klar, wenn du es gut machst und sie hat das, die Gabe, dann verdienst du natürlich auch damit Geld, zwangsläufig. Klar, es ist immer so im Leben. Ich will davon nichts haben. Also ich freue mich jeden Tag und wie gesagt, ich habe schon viel Feedback bekommen, weil zum Teil auch Personen bei ihr waren, die wir beide kennen, die mir dann das Feedback gegeben haben. Und ich finde das absolut faszinierend. Also, und das, ich will da, also, will da keinen Benefit haben. Wenn sie glücklich ist, bin ich auch glücklich. Und ist alles gut. Das merkt man dir auch an, Holger. Bei dir fällt mir eins auf, dass in 2019 das so am Spielfeldrand, wir kennen uns ja jetzt auch schon viele Jahre, schon, kann man sagen. Also insofern, dass dieses Versprechen, das ja die HSB-Akademie den Teilnehmern gibt, Freiheit, Bildung dort zu bekommen, wo man möchte, online, meinetwegen auf der Couch, meinetwegen draußen irgendwo in der Natur, meinetwegen im Camper, dort wo Internet ist, wo der Laptop ist, kann man ja entsprechend an seinen eigenen Skills, seinen Fähigkeiten arbeiten und sich verbessern in den verschiedensten Bereichen. Und diese Freiheit, die er seit Jahren mit diesem Bildungsthema auch nach draußen gibt, ich glaube, die hast du auch für dich selbst gefunden, indem du dort den einen oder anderen Knoten gelöst hast und sagst, ich gehe jetzt genau in die Richtung, ich probiere jetzt auch einfach mal. Ja, das Ungerechte am Leben ist ja, wenn du jung bist, ne? Und dann also sagen 24. Wir mal, wenn du 23 bist, ne? Bei 24 haben wir ja schon gesagt, das habe ich geschafft, da ist die Erkenntnis da. Es ist halt, du verlässt dich immer so viel auf andere. Ne? Mhm. Und dein Leben ist eigentlich wie in so einem Kasten. Und wenn du diese Wände wegnimmst, und einfach mal siehst, was das für eine Weite hat, das Leben. Und wenn du dann nicht dorthin gehst, wo du sagst, ja, dann latschen die alle anderen dahin, ne? Wie man das so schön auf unserer Sächsisch sagt, sondern man geht einfach dorthin, wo die Sonne scheint, wo die Palme steht und hat den Mut, diesen Schritt auch zu gehen. Ne? Mhm. Viele scheitern wirklich, habe ich das Gefühl, an diesem Mut. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die hast du erst mit dem Alter, wenn du schon ein paar Dinge erlebt hast, wo du gesagt hast, das ging mir jetzt auch an die Nieren, das hat mich auch verändert. Dann hast du irgendwo den Punkt, wo du dann sagst, okay, jetzt gibt es nur noch den Weg zu schön, ne? Und die Alternative ist einfach nicht lebenswert. Und dann spürst du halt auch, dass der Weg richtig ist. Aber das ist halt eine Erkenntnis, die hast du als junger Mensch nicht. Also da denkst du halt immer, du musst halt immer gucken auf die anderen. Und die werden es schon wissen, die sind ja den Weg schon gegangen. Und dadurch verplempert man viel zu viel Lebenszeit. Christina, warum glaubst du, ist das so? Geht man zu verkopft an die Sachen ran? Macht man sich selber schwieriger als nötig? Oder braucht man auch irgendwann das gewisse Standing, um zu wissen, ich kann mich auf mich verlassen, ich weiß, ich habe meinen Holger, ich weiß, was wir können, ich weiß, was wir leisten können, dass man dann da auch sicherer, mutiger wird? Oder was ich denke, das ist eine Prägung, die man einfach von Kindheit mitbekommt. Hm. Ne? Also man hat so funktionieren, man läuft gerade über die Straße, ne? Man hat sich so und so anzuziehen. Also das ist ja wirklich, Holger und ich, wir reden ja auch über diese Themen sehr, sehr viel. Und gerade jetzt, wo ich in dem Prozess mit Reiki involviert bin, ist es ja so, dass auch bei mir viele Sachen hochgekommen sind, auch zum Fließen gekommen sind. Und wir haben gesagt, wir haben festgestellt, auch wir haben uns eine Kruste einfach wachsen lassen durch verschiedenen Einflüssen, wie schon gesagt, Kindheit, Ausbildung, wo man ja auch sehr geprägt wird, ja, wie Holger schon gesagt hat, ne, diesen wunderschönen Kasten, wo man reinpassen das muss. Das heißt, so eine Art Schutzschirm, der... Ja, die Kruste ist halt wirklich über Jahre aufgebaut und dann
weiß man leider überhaupt gar nicht mehr, wer man selber ist. Mhm. Ne? Also ich erlebe das halt auch immer wieder bei den Sitzungen. Ne? Die Menschen vergessen leider, wer sie selber sind. Also dieses Authentische, dieses nicht zu 100% perfekt sein. Ich kann auch etwas schräg über die Straße gehen. Ne? Wenn ich aufpasse, wenn ich für mich, nicht für die anderen, wenn ich für mich aufpasse, ist das auch in Ordnung. Mhm. Und viele Menschen denken halt auch so, was denkt der andere jetzt über mich? Ja? Und du weißt das ja gar nicht, was der denkt. Der kann jetzt an seine Schwiegermama denken, mhm, oder der kann an einen bunten Blumenstrauß denken. Ja? Ich weiß es ja nicht. Das ist immer eine Wahrnehmung. Ja? Deine eigene Wahrheit, die du dir selber sagst. Und da einfach mal auch hinzugucken und zu sagen, wer bin ich, was ist meine Wahrnehmung, ich komme ins Jetzt kann dadurch, wenn ich in das Jetzt reingehe, in die Wahrnehmung reingehe, auch langsam diese Kruste zum Bröckeln bringen. Mhm. Und das ist das, was wir dieses Jahr gemacht haben. Bei uns hat die Kruste ordentlich gewackelt und da ist ordentlich was abgesprungen und ich muss sagen, jetzt, wie ich jetzt bin, das bin ich. Mhm. Und ja, ich bin nicht perfekt, aber ich habe dieses Jahr einen Spruch gefunden, der ist für mich so schön. Ich bin unperfekt perfekt. Mhm. Und das war halt auch wirklich so dieses, ich bin so. Ja? Ich bin quirlig, ich liebe Einhörner, ich bin ruhig, ich bin sentimental. Ich, ja, und genau das bin ich. Und wenn damit jemand nicht zurechtkommt, ja, dann darf er aus meinem Energiefeld weichen, dann kommen andere. Mhm. Und das haben wir dieses Jahr viel erlebt. Also es sind viele Menschen gegangen, mhm, und es sind viele Menschen dazugekommen. Und es ist besser geworden. Es ist besser geworden, ja, genau. Das heißt, dieses Energiefeld, das zieht dann auch andere an, weil irgendwie ja, diese klar. Energien ja, sich polen, weil man merkt, dass das passt, das Mensch. Wenn du nicht dir authentisch bist, wenn du zu 100% du bist und aufhörst, dieses immer zu gucken, ne, dieses Viereck zu gucken, rund bist, mhm, ja, einfach, ohne Ecken, dann, ich sage immer wirklich, es fängt an zu fließen, es fängt an, sich zu lösen. Du darfst dich natürlich trauen, den Weg in dich zu gehen und zu gucken, wer bin ich und was macht mich aus. Kann wehtun, mhm, kann richtig wehtun, wenn man da wirklich mal richtig reingeht, und es kann helfen. Ja. Genau, ich will nochmal ein Beispiel auch aus der Geschäftserlebnis, was ich so hatte, aus dem Business, wie man so schön sagt, ein bisschen Business machen. Ich habe zum Beispiel auf meinen Visitenkarten meine Handynummer nicht drauf. Mhm. Ja, und das ist immer ganz spannend. Ich mache auch ganz viel Unternehmensberater, auch deutschlandweit. Läuft auch richtig super. Und wo ich angefangen habe, die Visitenkarten zu verteilen, kam halt auch viel aus dem äußeren Feedback. Das kannst du nicht machen. Du musst doch deine Handynummer da drauf schreiben. Ne? Wenn die dich anrufen wollen, die wollen dich doch erreichen. Mhm. Ja? Wieso machst du das? Dann habe ich gesagt, ja, ich mache die nicht da drauf, weil ich nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein will. Also eine bewusste Entscheidung. Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ich sage, wir sind kein medizinisches Notfallzentrum. Also bei uns kann man keine Kinder in die Welt setzen oder Operationen machen oder das Bein eingipsen, sondern ich mache Unternehmensberatung. Da kann man auch eine Frage per Mail schicken oder halt was weiß ich, mal anrufen und über den Festanschluss. Ne? Und dann, wenn halt, da ist immer besetzt und wenn jemand rangeht, dann wird es weitergeleitet und ist okay. Und da habe ich ganz viel Feedback bekommen, das kannst du nicht machen. Mhm. So funktioniert das nicht. Das ja, Schönste alle immer, müssen erreichbar sein. Dieses Feedback, ja, das finde ich ganz spannend, auch für euch zu Hause, wenn ihr an dem Punkt steht, möchte ich jetzt was machen, traue ich mir mal irgendwas. Dieses Feedback im Vorhinein, bevor man es macht, ist ja meistens deutlich härter. Das würde mich jetzt nämlich besonders interessieren. Was kam denn dann tatsächlich, als du es umgesetzt hast? Kam die Frage jedes Mal, gib mir mal deine Handynummer? Es war am Anfang für die Kunden, wahrscheinlich lag es auch an mir, wie ich es wahrgenommen habe, haben natürlich viele Kunden, was, die haben da keine Nummer, wie erreiche ich sie dann? Gar nicht, also normale Festnetz anrufen im Büro oder halt eine Mail schicken. Mhm. Und sicherlich habe ich dadurch auch ein paar Kunden verloren, will ich jetzt gar nicht, kann sicherlich so sein, ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, aber das kann ich ja nicht sagen, dass es vielleicht nicht so war. Allerdings bin ich super gebucht und es hat an dem, was ich mache, überhaupt keinen Abriss gemacht. Also heute wissen das alle, die schicken mir halt eine Mail. Also ich habe dahingehend auch meine Beratungskunden ein bisschen erzogen. Und die neu dazukommen, da ist das vollkommen, also denen sage ich das, und da ist das auch vollkommen akzeptiert. Mhm. Und das finde ich halt wichtig. Und das meine ich, nicht immer von anderen bequatschen lassen, wie du es machen musst, sondern mach so, wie dein Bauch sagt. Und damals hat mein Bauch mir gesagt, nee, ich will nicht abends um 11 noch mit irgendeinem Kunden über irgendeinen Prozess diskutieren, den ich in dem Moment sowieso nicht bearbeiten kann, weil ich auf der Couch sitze und ein Liverpool-Spiel sehe.
Und das hat sich bewährt. Man hat ja dann auch so eine Unruhe in sich. Ne? Ja. Wenn du dann diese E-Mails zum Beispiel auf dem Handy hast, das haben wir beide nicht, oder dann halt gut, Handynummer von mir haben sehr, sehr viele, vor allem gerade unsere Dozenten, wo ich dann aber auch wirklich sage, okay, wenn die Online-Vorlesungen rum sind, ab 20 Uhr ist... Lass mich bitte in Ruhe. Ist gut, ja. Und wenn du dann so einen Anruf bekommst oder so eine E-Mail bekommst und du kannst es gerade nicht ändern, weil du vielleicht jetzt gerade kein super Internet hast, weil du den Rechner vielleicht nicht mit hast, wo das Dokument drauf ist, du produzierst ja eine Wahnsinns-Unruhe in dir, wo du dann wieder unruhig in die Nacht gehst, wo du unruhig in den Schlaf reinkommst, unruhig wach wirst, das bringt nichts. Ja? Mhm. Also dann lieber früh den Rechner anmachen, das Dokument da haben, ein laufendes Internet da haben, ein Telefon da haben und dann ins Handeln kommen. Strukturiert auch die normalen Prozesse, nicht jetzt irgendwas zurechtbauen, was dann an Infrastruktur sowieso nicht da ist. Ist ja auch, ich erlebe das in meinen Coachings, in meinen Trainings, wenn ich zum Beispiel Berater habe oder Verkäufer, da ist ja auch dieses Thema Kunden, wie weit bin ich bereit zur Verfügung zu stehen. Ganz, ganz häufig erlebe ich halt, dass dort gerade die dann irgendwann diesen Grad, wo man sagen kann, ich kann von Erfolg sprechen, ich bin ausreichend gebucht, erreicht haben, dass die halt merken, ich habe ja nur 24 Stunden, ein bisschen Schlaf, ein bisschen Familie, ein bisschen Sport, ein bisschen Hobby mag ich auch noch haben, dann kommt man ja zwangsläufig an den Punkt, dass man solche Sachen verändern muss. Viele arbeiten da mit diesem Pareto-Prinzip, ausgehend von Wilfredo Pareto, mit diesem 80-20, dass man halt sagt, mit 80% meiner Kunden mache ich nur 20% Umsatz, mit 20% 80%. Und dass man dann auch die Kunden, die vielleicht massiv an einem ziehen und so viel Aufwand machen wie 7-8 andere Kunden, dass man die vielleicht auch einfach streicht und am Ende merkt, ich habe mehr Zeit für die Kunden, die besser zu mir passen. Und man kann halt clever sein und dazu soll heute auch dieser Videocast vielleicht den einen oder anderen anregen, halt von vornherein schon zu denken, nicht zu warten, bis ich irgendeinen Punkt erreicht habe und dann zu sagen, okay, bis dahin musst du hart arbeiten, ja, wie es immer so gesagt wird, sondern halt von vornherein andere, würde ich mal sagen, Bahnen festlegen, wie das Leben in der eigenen Wahrnehmung zu funktionieren hat. Es kann natürlich sein, dass manche sagen, ich will abends um 11 noch telefonieren mit dem Kunden, dann können die das machen, um mal so mit dem Beispiel zu bleiben. Das ist das vollkommen okay, wenn er das möchte. Aber wenn ich es nicht möchte, auch die innere Willen haben und die innere Kraft haben, auch zu sagen, nein, so soll mein Leben aussehen. Und das ist, wie gesagt, nur ein kleines Beispiel. Bei uns hat es in diesem Jahr ganz, ganz viele solche kleinen und auch große Beispiele gegeben, wo wir einfach auch umgeswitcht haben. Wir haben gesagt, wir wollen das so nicht mehr. Gegen die Kruste. Wir wollen das gegen anders. Die Kruste, ja, weil es ist halt so, wenn du das jetzt siehst, wie du mit einer besten Freundin oder mit einem besten Freund redest und ihm einen Ratschlag geben würdest. Ne? Ich sage immer, meine beste Freundin bin ich selber. Ne? Und wenn ich meiner besten Freundin einen Ratschlag gebe, mache ich es ja, damit es ihr gut geht. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt merke, ich komme aus meiner Bahn, dann gehe ich halt wirklich in mich und stelle mir dann halt nochmal eine Christina vor, ja, und gebe den Ratschlag, was jetzt gut ist. Mhm. Ja? Und dann wird das befolgt. Also es bringt halt nichts, wirklich 150% die ganze Zeit nonstop, das funktioniert nicht. Also dann kommt man wirklich an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Genau. Naja, wo auch die Frage ist, welchen Preis hat dieser Erfolg gekostet und kann ich diesen Erfolg überhaupt noch auskosten? Ja, was ist Erfolg? Erfolg ist ja schon die Frage. Ganz genau. Man gibt einen Erfolg einen anderen Sinn. Ich fand vorhin sehr spannend, wo du sagtest, wo wir in dieser Box waren und du wirklich so instinktiv sagtest, der Schutz. Und das ist in dieser Box ist nicht der Schutz. Mhm. Das ist die Wahrnehmung, was die anderen mir erzählen. Ne? Bleib in dem Bahn, bleib da drin, weil dann geht es dir gut. Mhm. Ne? Aber es ist kein Schutz. Wenn ich die Dinge wegnehme, kann es sein, dass ich natürlich trotzdem denselben Weg gehe. Also das muss man ja jetzt nicht sagen, dass das falsch war oder so. Also man muss ja nicht immer konträr gegen alles sein. Aber ich kann halt, habe halt einen anderen Blick auf mein Leben und kann dann sagen, okay, das ist schön, das mache ich auch, aber ich mache halt auch das andere, weil mir das einfach gut tut. Also hört auf euch selber, was euch gut tut. Und diese Box, wie gesagt, ich kann trotzdem denselben Weg gehen. Das ist davon unabhängig, aber einfach mal diese Klappen wegmachen, weil es ist in meiner Welt zumindest kein Schutz, sondern es ist ein vorgefertigtes, eingeengtes Bild, was ich vom Leben zu haben soll. Ne? Ist ja letztendlich auch, da musste ich vorhin dran denken, diese Kruste, die kann zwar irgendwo von außen was abhalten, aber die macht mich natürlich auch
zum Gefangenen innerhalb dieser Kruste, weil ich komme nicht raus, ich kann mich nicht so bewegen, wie ich möchte. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr seid in einer Ritterrüstung. Ja, die erfüllt ihren Schutzzweck, aber ihr könnt halt damit einfach nicht frei und unbeschwert laufen. Na, alle sagen zu dir, seid doch froh, dass du so eine schöne Ritterrüstung hast. Genau. Ne? Sieht doch toll aus. Ich trage die am Wochenende ab und zu. Das ist ja der Wahnsinn an der Sache. Es funktioniert ja. Ne? Ja. Du kannst laufen, du kannst atmen, du kannst essen, du kannst trinken. Also, ne? Es geht ja. Du kannst sehen, du kannst hören. Das funktioniert ja alles. Mhm. Also wenn du anfängst, diese Kruste wegzumachen, was wir dieses Jahr gemacht haben, merkst du erstmal, was du für Möglichkeiten hast. Ja, und wir haben uns wirklich ganz groß zur Aufgabe gemacht, wir sagen nie, das war ein Fehler. Mhm. Ja, das gibt es bei uns nicht mehr. Ne? Es ist ein Feedback, weil wenn du eine Entscheidung triffst, egal wie, bist du ja im Jetzt in der Entscheidung der Meinung, dass das richtig ist. Du wirst ja für dich nie sagen, ich trinke jetzt Nagellackentferner. Ja? Das machst du ja nicht. Ne? Also das heißt, wenn du sagst, du trinkst Tee, dann bist du der Meinung, dass der Tee dir jetzt gut tut. Ne? Mhm. Wenn du dann allerdings merkst, nach einer halben Stunde, du hast Bauchschmerzen, weil du grünen Tee getrunken hast und du verträgst den einfach nicht, dann ist es ein Feedback, was du dir selber gegeben hast, das nächste Mal halt keinen grünen Tee zu trinken, sondern vielleicht einen Kamillentee. Mhm. Und nicht zu sich zu sagen, so, oh, das hast du jetzt falsch gemacht, ja? Jetzt hast du grünen Tee getrunken, weißt du, dass du einen empfindlichen Magen hast, ne? Nee. Ja, es ist auch, glaube ich, diese innere Stimme häufig, dass ja viele Menschen dort sehr autoritär mit sich selber sprechen. Ja, sehr böse mit sich reden. Ne? Das ist das auch, was ich vor uns meinte mit der Freundin. Ne? Du würdest so, wie du mit dir selber stellenweise redest, nie mit einem besten Freund oder mit einer besten Freundin reden. Und das Krasse an der Sache ist, wir machen das ja ständig mit uns selber. Du Pfeife. Mach doch, reiß dich zusammen, jetzt durchziehen. Und was ich bewusst gemacht habe, ich habe das Feedback von einer ganz tollen Frau bekommen, von Wiebke Lüth. Die hat mal zu mir gesagt, versuch dieses harte Du, dieses mit einem Sie zu ersetzen. Und es funktioniert nicht immer und das ist okay. Allerdings bin ich so wach, dass ich es manchmal mitbekomme, dass ich dann sage, Sie pfeife. Und dann, Und dann fängst du einfach an zu lachen und du nimmst dir die Schärfe raus. Ne? Und dann halt immer mal zu sagen, Mensch, wie redest du eigentlich mit dir selber? Würdest du nie mit jemandem anders tun? Ja? Mhm. Da auch mal mit sich selber Liebe reingehen und dann hast du auch schon einen Schutz von dieser Kruste weggeschlagen. Mhm. Finde ich spannend. Würde ich als Abschluss noch eine Sache machen. Wir haben ja gesagt, 2019 ist unser Thema. Jetzt sind wir in ganz, ganz viele Punkte gekommen, aber ich glaube, eure neu begonnene Reise mit leichterem Gepäck, das sieht man euch beiden an, das lässt euch wirklich strahlen und glücklich sein. Insofern noch einmal im Speed-Dating an euch beide eine Frage. Ihr könnt euch aussuchen, wer die beantwortet. 2019, das Netteste, was jemand zu mir gesagt hat und wo ich noch lange dran denke, ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mein kleiner Sohn und mein großer Sohn, die beide gesagt haben, dass sie mich lieb haben, das ist für mich immer das Highlight. Ja. Und weil dann weiß ich habe alles richtig gemacht. Also wenn sie es nicht sagen, dann jetzt sag mal, sondern wirklich, dass es von selber kommt. Sag mal, was ich hören sag will. Mal, wenn du jetzt nicht sagst, dass du mich lieber hast, ne, dann brennt die Hütte. Das finde ich schön. Also manchmal aus Situationen heraus und das gibt mir ein gutes Gefühl. Das gibt mir das Gefühl, auch ein guter Vater zu sein, was ja auch wichtig ist und dass die Kinder glücklich sind. Also das ist schön. Ja. Mhm. Für 2020 nehme ich mir ganz fest vor, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also den Weg, den wir jetzt schon, also es ist ja nicht nur dieses Jahr gewesen, muss man nochmal dazu sagen, also dieser Weg in dieser Erkenntnis geht ja schon sehr lange, der geht also für uns schon seitdem wir zusammen sind und wirklich intensiv, würde ich mal sagen, so seit 5, 6 Jahren. 3 Jahren bei mir. Bei dir seit 3 Jahren, bei mir eigentlich mit der Übernahme auch der Firma, mich selber verwirklichen zu müssen damals am Anfang, weil es gar nicht anders ging. Jetzt natürlich daraus entwickelt, das zu wollen. Und diesen Weg einfach fortzuführen, also weiter einfach, wir haben jetzt den Punkt erreicht, dass wir, also ich für mich, du musst ja für dich selber reden. Darf ich, wir sind ja nicht, wir sind nicht im Patriarchat, sondern wir sind ja hier in so einem Wechsel. Im Matriarchat. Und einfach, ich bin einfach glücklich, also ich will gar keine Veränderung. Wenn es einfach so weiterläuft, ist das für mich vollkommen okay. Und ich bin jeden Tag glücklich, ich stehe jeden Tag gerne auf, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe mein Leben, ich liebe meine Dozenten und von daher alles gut. Ja, ja, bei mir ist es der Meister. Der wird nochmal ordentlich Schwung in alles reingeben. Also das ist für mich mein großes Ziel, noch den Meister Anfang des Jahres, spätestens im Frühjahr, dass ich ihn in der Tasche habe und das wird nochmal
ja, wie schon gesagt, einen großen Schwung geben. Und ansonsten bin ich wirklich glücklich, zufrieden, könnte nicht besser laufen. Ja. Sehr, sehr schön. Eine letzte Sache, wenn ihr jetzt jemanden habt, und der sich das angeschaut hat und sagt, Mensch, ich stehe auch an so einem Punkt, ich überlege, was zu verändern, so bin ich auch zu euch gekommen. Ich habe gesehen, ihr macht ja Bildung. Bildung kann ja auch der Schlüssel zur Veränderung sein, dass man mit mehr Wissen auch neue Möglichkeiten hat, neue Chancen. Was würdet ihr mit 2, 3 kurzen Sätzen dem raten, der jetzt diesen Podcast bis zum Ende geschaut hat und sagt, jetzt gebt mir noch das Learning bitte mit? Christina. Also ich sage immer am Telefon, wenn ich merke, dass die Teilnehmer doch noch sehr schwankend sind in der Kursauswahl, sage ich immer, Augen zumachen und sich sehen in den nächsten 2, 3 Jahren. Was mache ich da gerne? Wo sehe ich mich sitzen? Und es ist erstaunlich, dass dann halt wirklich oft dann eine komplett andere Antwort kommt. Und wir dann einen komplett anderen Kurs nehmen und die Teilnehmer dann wirklich aufblühen in dem, was sie dann gebucht haben. Halt wirklich einfach in sich gehen, in die Zukunft gucken, wo sehe ich mich da, und dann entscheiden, weil dann ist der Bauch, der die Entscheidung getroffen hat, und nicht immer das Köpfchen. Der scheinbar rationale Verstand, der ja alles besser weiß. Ja. Holger, ich schließe mich an. Holger schließt mich an. Damit freue ich mich, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Heute dieser Einblick in den innersten Kreis der HSB-Akademie. Christina Erbe, Holger Erbe. Wir freuen uns, wenn wir euch bald mal wieder in einem unserer Workshops begrüßen dürfen. Oder vielleicht ihr Christina am Telefon habt und genau diese Frage gestellt bekommt, nämlich wo siehst du dich, wo möchtest du hin, wie kannst du das, was du dir vorstellst in deinem Leben, erwirken. Vielleicht können wir dabei ein Puzzleteil sein. Damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal, wenn wieder der HSB-Vlog wöchentlich kommt, ja, eine neue Folge für euch auf YouTube online, wenn es wieder soweit ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.